Hallo liebe Viktoria-Familie, herzlich willkommen zum fünften Tag im Trainingslager. Heute darf ich euch begleiten und vor uns steht eigentlich ein richtig angenehmer Tag vor uns. Sprich, wir haben heute eine Regenerationseinheit, die wir uns, glaube ich, nach 4 anstrengenden Tagen verdient haben. Und ja, gestern war halt eigentlich noch ein richtig lustiger Abend mit sehr vielen Gesangstalenten. Und ja, da werde ich euch jetzt mal ein paar Spieler befragen. Servus Max. Ja, man sieht, einer ist ein bisschen deprimiert. Deprimiert? Ich wurde nicht immer komplett auseinandergenommen. Ja, weiß ich auch nicht, ob das so ganz fair war, wenn einer 27 Lions in einer reinpackt. Die Menge hat getobt bei Martin, was soll ich erzählen? Ja, das liegt daran, dass bei Martin halt alles so lustig ausschaut. Na, erzähl, was war so dein Highlight gestern? Wie fandest du deine Performance? Ich fand es super. Wir hatten ja auch noch eine Zugabe dann natürlich direkt. Sehr emotional, sehr emotional. Ich hatte auch fast Tränen gerührt. Dann auch noch der Spruch gegen Bernd, hat jetzt nochmal rausgerissen. Ja, wie fandest du den Konter von Bernd? War schwach. Schon, gell? War schon schwach. War richtig scheiße. Bernd, wenn du das siehst, war schon sehr schwach. Ja, würde ich auch dreimal überlegen, ob ich den dann noch bringe. Ja. Was war für dich die schlechteste Performance gestern? Palco. 100% Palco. Okay. Ich habe auch gemerkt, direkt nach 10 Sekunden hat auch keiner mehr Bock darauf. Falscher Ehrgeiz. Wichtige Frage, wie zufrieden warst du gestern mit deinem Auftritt? Sehr zufrieden sogar, muss ich sagen. Okay. Also hat für dich die Menge getobt oder war es eher mehr Griff ins Klo? Achso, ich dachte jetzt, du meinst im Spiel. Nee, mein Einstand war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Nee, gab es bessere Performance. Ja, stimme ich dazu. Also, wir waren glaube ich alle froh, wo es vorbei war. So ja. Mäßig. Aber du warst nicht der Schlechteste. Ich habe schon gehört von Max, dass angeblich Falco richtig, richtig schlecht war. Ja. Leider, ja. Nee, Ünal hat auch ein bisschen. Ja, Ünal und Jusuf, glaube ich, haben den schlechtesten Platz erreicht. Zum Glück, finde ich. Und wie zufrieden warst du mit dem Match gestern? Da war ich wirklich erste Hälfte sehr zufrieden, zweite Halbzeit. Das gesamte Team, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Bisschen wenig Platz, wenig. Der Spiel eng gemacht, wenig Räume gehabt. Ja, das muss ich jetzt sehen. Hätten auch das ein oder andere Tor mehr machen können. Ja. Da ist unser Zahlenexperte. Was? Da ist unser Zahlenexperte. Ja, das bin ich. Was sagst du gestern zu den Auftritten? Was war so dein Highlight gestern? Ich war mit Abstand der Schlechteste. Ja. Mit Falco. Ja, nee, Falco war noch okay. Ich finde, hier war so hinter mir. Nein. Jetzt startet dann gleich die Einheit, die Regenerationseinheit. Und ja, da kann ich die Kamera leider nicht mitnehmen, sonst hätte ich euch gerne ein paar Eindrücke gezeigt. Und ja, wir sehen uns dann nach der ersten Regenerationseinheit. Martin, was haben wir gerade so gemacht? Erzähl mal. Wir sind gerade 15 Minuten lang über das ganze Gelände gejoggt, haben nochmal gesehen, wie schön es ist. Dann haben wir uns unser Handtücher geholt, weil wir gleich in den Pool gehen. Ein paar haben eine Badehose dabei, wie ich, was hygienisch natürlich super ist. Manche gehen mit den Victoria-Sachen warm. Davor, also jetzt hatten wir noch gerade eine kleine Stretching-Einheit mit dem Sebastian, die natürlich wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt geht's ins Pool, bisschen Wellness, bisschen Regeneration. Ins Pool, ja. In den Pool, ja. Und sonst haben wir heute einen freien Nachmittag, der wird natürlich sinnvoll genutzt. Und, ja. Damen und die Herzen der Viktoria. Gerdi, Zitat, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Geht es. Kein bisschen Regen gehabt bisher, nur Sonnenschein. Und jetzt seht ihr schwimmen. War nicht draußen drinnen, damit da ein bisschen mehr Spitzen bleibt. Da ist auch ein Whirlpool drin, da kann man
Leute. Warst du schon drinnen? Ja, guck, glaube ich schon. Okay. Und wie gefällt es dir bis jetzt hier? Ist schön ruhig für euch. Aber nachher irgendein Eis. Hier haben wir unseren Neuzugang, der ist im Trainingslager erst zu uns dazugestoßen. Was sind so deine ersten Eindrücke vom Verein und vom Trainingslager? Das Trainingslager ist top, super Bedingungen bisher. Richtig viel Spaß gehabt auch. Natürlich gehört harte Arbeit dazu, aber alles in allem war top. Jedes Zimmer hat jetzt genau 10 Minuten Zeit, um sich ein TikTok-Video auszusuchen und dieses zu imitieren. Und danach wird eine Jury bewerten, welches Zimmer das TikTok am besten imitiert. Wo sollen wir Physio? Ja, mach mal Physio. Das wird ja, aber auf wen? Also wen soll sie dann filmen? Dich? Ja. Und den, der gelb ist? Ja, ja. Okay, aber ja, ja, sie schwenkt aber, so. Ey, warum ist da dein Physio auf Straße? Und der Physio dürfen nicht gesehen werden. Ist gut, dass aber jeder gleich T-Shirt anhat. Aber ich finde besser, wenn einer noch vor mir läuft und nicht, dass ich... Frau Müller-Schuss. Oder sie hat vor 32 Minuten den Daumen nach oben gemacht. Tut mir leid, hab ich nicht gesehen. Wir werden uns jetzt die drei Videos angucken von den drei Gruppen und dann wählen wir einen Gewinner. Fangen wir an mit Zimmer Fatih und Milos. Let's go. Sorry, I'm not into short guys. Okay, hier ist es. Zweite Video von Jonas. Und jetzt das letzte Video von Yusuf und Jero. Mit Abstand das lustigste Video war von Fatih. Aber das beste Video würde ich sagen von Yusuf. Von Fatih hat mit Milos. War schon ein bisschen komisch, ja. ja, ich fand das dritte am besten, von Yusuf. Würde ich auch sagen. Fand ich am lustigsten. Würde ich leider auch sagen. Auch wenn Yusuf sich nicht viel Mühe gegeben hat. War seins das Beste. Zweites durchschnittlich gewesen. Ich würde sagen auch, das fand ich. Ja, also legen wir uns am schlechtesten an. War eine ganz klare Entscheidung. Das Team Milos und Fatih. Zweite war ein bisschen schwierig. Wer auf jeden Fall auf Platz 2 ist. Platz 2 ist Jero. Nein, nicht Jero, sondern Fırat und Yunus. Ja! Mit Abstand am besten war die Gruppe mit Yusuf und Jero. Aber mein. Was machst du damit?
Fans. Der letzte Tag ist angebrochen. Ich glaube, es müsste Tag 6 sein. Ja, wir waren gerade frühstücken. Das Frühstück war eigentlich wie jeden Tag sehr gut. War lecker. Wir haben uns fertig gemacht, hatten noch kurz Zeit zu entspannen. Ja, und jetzt geht's auf den Trainingsplatz. Und wir hoffen, dass wir nochmal alles abrufen können. Auf dem Weg zum Platz habe ich noch einen zweiten gefunden. Jero. Jero, erzähl doch mal, was war das Schönste im Trainingslager für dich? Schönste? Ja, schönstes Erlebnis, Ereignis, keine Ahnung, vielleicht fandest du das Zimmer am schönsten. Ja. Der Einstandsabend, wo jeder seine Performance abgeben musste. Mhm. Was hast du vorgetragen? Ja, mein Vortrag war jetzt nicht so der Gehör vom Ei. Ja, aber es war spaßig, man hat zusammen gelacht und ist als Team zusammengewachsen. Also hier ist auch nochmal die Anlage. Wir haben da drüben haben wir zwei Plätze. Dann haben wir hier auch nochmal zwei Plätze. Das hier vorne ist der Trainingsplatz, wo wir jetzt trainieren werden. Die Jungs sind auch schon da und machen sich schon warm. Da hinten haben wir auch noch zwei Plätze, die sieht man jetzt aber gerade nicht. Da ist Ricardo. Ja, also es ist eine super schöne Anlage und es ist echt toll, dass wir hier trainieren durften. Also Tyson, letzte Trainingseinheit vorbei. Was ist dein Feedback? Die Jungs haben nochmal die letzten Körner, die sie noch hatten, nach dem Trainingslager heute auf den Platz gelassen. Und jetzt haben wir es verdient, nach Hause zu fahren und uns ein bisschen auszuruhen. Ja, also jetzt auch von mir nochmal eine kurze Zusammenfassung. Training war gut, war zwar sehr warm, aber wir haben gut gearbeitet. Ja, jetzt neigt sich das Trainingslager auch leider schon zum Ende. Wir werden jetzt unsere Sachen packen, werden noch mal kurz was essen, dann wird der Bus uns abholen und wir fahren nach Berlin. Jetzt noch mal Teil 2 von meiner Anlagenzusammenfassung. Hier habt ihr unsere Schlafbereiche, die hat euch ja Nikkel schon vorgestellt. Und hier ist halt das Haus, wo wir essen, unsere Besprechung haben, alles machen. Ja, da hinten ist ein Pool noch, draußen, dann haben wir auch noch eine Spa-Anlage innen drin gehabt. Mit einem Pool, mit einem Whirlpool und Sauna. Also echt eine sehr schöne Anlage, auf der wir hier waren. Willst du noch was zum Trainingslager sagen? Kein Wasser mehr da. Kein Wasser mehr da, perfekt. Schöne Gäste, wir haben zwei aus unserem Siegerteam, aus unseren Abschlussspielen heute. Fatih, was sagst du dazu? Ganz klarer Sieg. In der Rückrunde alles gewonnen. Verdient, denke ich. Perfekt. So. Hier sehen wir mich nochmal mit der Frau, die alles möglich macht. Moni und Gerdi haben für uns alle Sachen gewaschen, alles für uns sauber gemacht. Alles für unsere Babys. Aber sowas von alles für uns zusammengestellt. Und ja, ohne sie wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Musik.